Wir wagen heute eine kleine Reise in die Vergangenheit und schauen mal, was aus meinen Jahreshighlights 2020 eigentlich so geworden ist. Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir gucken uns heute mal gemeinsam meine Jahreshighlights aus dem Jahr 2020 an. Das Video hatte ich schon ganz lange geplant, mir mal so meine alten, besten Bücher des Jahres anzugucken, weil ich halt auch weiß, dass so ein paar davon... Ich glaube, da hat sich meine Meinung ein bisschen verändert. Und ich glaube, das ist ganz spannend, mal so ein bisschen zurückzublicken. Und vielleicht wird das so eine kleine Reihe, also 2020, 21 und 22, sich dann mal nochmal anzugucken, jeweils dann ein paar Jahre später. Weil ich finde das wirklich sehr, sehr spannend. Auch generell, wie Bücher so in mir altern, was so meine Gedanken zu den Büchern ein paar Jahre später sind. Das ein bisschen zu beobachten, das machen wir heute. Und wir machen das mit Hilfe eines Tier-Rankings, so wie wir das auch bei diesem Ranking 2022 oder so, also diese Jahresrankings, die ich immer mache, so wie wir das da auch machen. Und das habe ich mir abgeguckt bei der lieben Chrissy von Fabulas Mea. Der Kanal ist auf jeden Fall in der Infobox verlinkt. Ich wollte eigentlich auf mein altes Jahreshighlights-Video reacten, aber ich finde diese Variante viel cooler, deshalb machen wir das so. Jetzt bin ich unten in der Ecke und ihr könnt die Liste schon sehen, die wir gleich gemeinsam befüllen werden. Unten seht ihr meine Jahreshighlights, die meine Jahreshighlights 2020 waren. Da reden wir gleich nochmal drüber. Ich war ein bisschen überrascht teilweise. Und hier ist die Liste, in die wir die einsortieren werden. Falls ein Buch dabei ist, wo ich sage, das ist wirklich überhaupt gar kein Jahreshighlight, es ist überhaupt nicht mal ein Highlight, dann kommt das in diese Was-sollte-das-Kategorie. Darüber Honorable Mention, das ist so... Ja, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Highlight gewesen, ich verstehe aber schon, warum Vergangenheits-Hendrik das auf diese Liste gepackt hat. Gelesen und geliebt ist einfach übernommen aus meiner Jahresranking-Liste. Das ist so genau unter Highlight. Also unter Jahreshighlight ist eben dieses Gelesen und geliebt. Es ist nicht so richtig ein Jahreshighlight mehr, aber es ist auf jeden Fall immer noch ein gutes Buch, weil keines von diesen Büchern ist ein schlechtes Buch, sagen wir mal ehrlich. Und dann immer noch Jahreshighlight, würde ich immer noch als Jahreshighlight bezeichnen, kann einfach genauso stehen bleiben. Und Lebenslese-Highlight ist nochmal ein drüber, also wenn ich Bücher habe, die mittlerweile schon so zu solchen Highlights in mir geworden sind, dass sie einfach in diese Kategorie Lebenslese-Highlight kommen, kommen sie da rein. Ich glaube, das ist relativ klar, was wir jetzt hier machen und deshalb fangen wir einfach mal an mit Das Feuerzeichen. Da war ich wirklich erstaunt, dass es auf dieser Liste stand. Ich habe das irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Es war so ein sehr überraschendes Buch für mich damals, wo ich das mir einfach mal gekauft hatte, ohne zu wissen wirklich, worum es geht. Und es ist so eine klassische Jugenddystopie. Und dann habe ich es gelesen, mit gar keinen Erwartungen bin ich da rangegangen. Und deshalb hat es mich dann damals so unfassbar umgehauen, weil ich es dann doch wirklich extrem gut fand. Ich würde sagen, für den Moment damals ist das immer noch ein Jahreshighlight. Es ist aber, ich glaube, wenn ich es jetzt heute das erste Mal lesen würde, wäre es kein Jahreshighlight mehr, aber damals auf jeden Fall. Und ich denke da auch immer noch mal wieder so dran. Ich habe den zweiten Band auch da. Das Ding ist, der dritte ist allerdings nie übersetzt worden. Das ist halt ein bisschen blöd, den gibt es leider nicht. Da gibt es ein Coverdesign so für und der taucht auch in allen möglichen Listen, taucht er immer mal wieder auf, weil der wohl schon in diese Kataloge eingespeist wurde, digital, aber halt nie erschienen ist. Sehr, sehr schade. Und ist trotzdem immer noch ein Jahreshighlight. So, und jetzt kommen wir schon hier zu dem ersten Knackpunkt. Tribute von Panem, tödliche Spiele. Das ist der erste Band von Tribute von Panem. Und ich wusste damals schon, nachdem ich das Video hochgeladen habe, habe ich mich schon gefragt, warum zum, um Gottes Willen, habe ich den ersten Band dieser Reihe auf diese Liste gepackt. Denn der zweite Band von Tribute von Panem gefällt mir viel, viel besser. Der zweite Band ist meiner Meinung nach der stärkste von allen dreien. Und deshalb, wenn überhaupt, ist Tribute von Panem Band 2 ein Jahreshighlight, aber nicht Band 1. Und deshalb, es ist wirklich ein gutes Buch. Und mir hat die Reihe 2020, habe ich sie komplett gelesen, und 2020 ist, glaube ich, generell ein sehr gutes Lesejahr für mich gewesen. Mir hat die Reihe sehr, sehr gut gefallen. Und auch Band 1 ist ein Highlight, so gewesen. Aber Band 2 ist einfach, fand ich viel besser. Und deshalb kommt der jetzt zu Honorable Mention. Weil es ist schon, es ist einfach ein Fehler, dass der auf diese Liste gelangt ist. So, das ist einfach so.
Und jetzt. Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums. Oh mein Gott, Leute, ich muss... Also, als ich gerade herausgesucht habe, also als ich die Bilder für dieses Tier-Ranking rausgesucht habe, ist mir in die Hände gefallen, dass es eine neue Ausgabe von Aristoteles und Dante gibt. Und ich blende sie euch jetzt hier mal ein. Und oh mein Gott, die ist so wunderschön. Die ist so schön. Und ich bin so froh, dass sie das Buch neu vermarkten. Ich bin so, so unfassbar froh. Und sie bringen den zweiten Band jetzt auch auf Deutsch raus. Beziehungsweise, der ist schon draußen. Ah, ich fuck mich. Ich bin so ausgerastet. Ich hab mich so gefreut. Aristoteles und Dante. Ein so, 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 so tolles Buch. Es geht um zwei Jungs, die in einem Sommer, also sie wachsen, glaube ich, so, ich glaube, in den USA, bei der Grenze zu Mexiko und haben auch beide so mexikanische Wurzeln. Und es geht um einen Sommer, in dem diese Freundschaft und mehr der beiden sich eben entwickelt. Und es ist so toll und so schön geschrieben, einfach ein wahnsinnig gutes Buch, was mir wirklich... Also ich hab mich so gefreut, dass ich gesehen habe, dass es erstmal eine neue Ausgabe dazu gibt. Denn seien wir mal ehrlich, diese alte Ausgabe hier, die ist nett, aber die spricht auf jeden Fall keine jungen Menschen an. Ich glaube nicht, dass sich irgendwer dieses Buch, also selten würde ich mir sagen, ist es vorgekommen, dass Leute in die Buchhandlung gegangen sind und sich, also so, keine Ahnung, Kinder so 14, 15, 16 in die Buchhandlung gegangen sind und sich dann das Buch gekauft haben. Einfach weil sie es gesehen haben, sondern es ist denen wahrscheinlich eher geschenkt worden. Es hat auch, glaube ich, den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen. Aber es ist einfach wahnsinnig. Ich habe mich so gefreut, dass es jetzt da eine neue Ausgabe von gibt. Und ich muss ganz dringend den zweiten Band dann auch auf Deutsch haben. Einfach wunderschön. Den ersten Band brauche ich auch auf Deutsch, seien wir mal ehrlich. Der sieht einfach so toll aus. Ja, Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums. Ist immer noch ein Jahreshighlight. Es ist ganz, ganz knapp vorbei an Lebenslese-Highlight. Und ich glaube, wenn ich den nochmal rereaden würde, das Buch, dann würde es ein Lebenslese-Highlight. Aktuell ist es so ganz knapp daran vorbei. Die Verzauberung der Schatten von V.I. Schwab ist der zweite Band der Weltenwanderer-Trilogie. Eine New Adult, Urban, ja nicht richtig Urban, aber so Fantasy-Reihe mit ein bisschen Einfluss, würde ich mal sagen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute Reihe. Eine der besten Fantasy-Trilogien, die ich je gelesen habe, muss ich sagen, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und der zweite Band ist meiner Meinung nach auch der stärkste der Reihe. Ganz, 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 ganz toll. Absolutes Jahreshighlight, immer noch verdientes Jahreshighlight von damals. Denke ich sehr häufig noch dran zurück. Ich möchte unbedingt mehr von V.I. Schwab lesen. Ich bin sogar auch am Überlegen, ob ich die Graphic Novel dazu lese. Es gibt nämlich eine Graphic Novel, die in dieser Welt spielt, die allerdings, ich glaube, 20, 30 Jahre früher spielt. Ich bin eigentlich nicht so der Graphic Novel-Mensch. Könnte mir aber vorstellen, die vielleicht doch mal zu lesen, einfach weil ich die Welt so gerne mag und es ist einfach, es ist einfach wirklich, wirklich gut. Also absolut verdientes Jahreshighlight. Dieses Leben gehört Alan Cole, bitte nicht knicken von Eric Bell. Absolutes Lebenslese-Highlight. Ein wahnsinnig tolles Buch. Ich habe ja schon ganz häufig immer wieder über dieses Buch geredet. Ich habe mich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Ich habe da wirklich ganz viel Zeit rein investiert, auch nachträglich noch in dieses Buch. Es ist einfach, es gefällt mir so gut und das hat mir so, es ist einfach so ein herzerwärmend tolles Buch, was mir einfach so viel gegeben hat. Und ich will gar nicht sagen, dass das für andere Leute genauso sein muss, aber für mich ganz persönlich war dieses Buch einfach so toll. Es geht um Alan Cole. Alan Cole ist, ich glaube, 11 oder 12. Und hat einen sehr gemeinen Bruder und generell sehr schwierige Familienverhältnisse. Und dann findet sein gemeiner Bruder sein größtes Geheimnis heraus, nämlich dass Alan in einen Jungen aus seiner Klasse verliebt ist. Und sein Bruder stellt ihm dann hundsgemeine Aufgaben, die Alan erledigen muss, damit sein Bruder eben nicht allen sein Geheimnis verrät. Oh. Toll. Es ist einfach ein tolles Buch. Ich freue mich einfach immer, wenn ich daran denke. Es gibt einen zweiten Band dazu, den gibt es nur auf Englisch, den habe ich auch schon gelesen. Ich hoffe, dass es da auch noch einen weiteren Band gibt, auf, keine Ahnung, Englisch, Deutsch, mir egal. Ich lese es auch auf Italienisch, ist mir Pups. Ich fände es einfach schön, wenn es da weitergeht. Dieses Leben gehört Alan Cole von Eric Bell. Absolutes Lebenslese-Highlight für mich. Und genauso das nächste Buch, Die Mitte der Welt von Andreas Steinhöffel. Ist das Buch das beste Buch der Welt? Nein, ist es nicht. Aber dieses Buch hat auch
so viel mit mir gemacht, hat so viel in mir ausgelöst und ich glaube, weil gerade diese beiden Bücher und generell in 2020 habe ich sehr viele solche ersten Bücher gelesen für mich. Bücher, die ich noch nie so vorher gelesen hatte. Und ja, das würde ich sagen, ist einfach diese Ansammlung von sehr guten Büchern, die ich 2020 gelesen habe, hat halt einfach auch dazu geführt, dass mich ganz viele von diesen Büchern so unfassbar geprägt haben. Und die Mitte der Welt gehört auf jeden Fall da rein. Es geht um einen Jungen, ich glaube, er heißt Phil, weiß ich gar nicht mehr. Und er lebt in einem kleinen Dorf mit seiner Mutter und seiner Schwester, ein bisschen abseits von dem Dorf. Und es geht viel so um Selbstfindung und einfach auch, aber auch um ein bisschen um eine schwierige Vergangenheit. Und hat dann auch ganz viele queere Aspekte. Und das ist einfach toll. Und so seine erste Liebe. Und oh, es ist einfach so schön. Und ich glaube, dieses Buch wird mich einfach immer begleiten, ganz, ganz lange. Und ich glaube, ich werde da immer wieder dran denken. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es für ganz viele Leute einfach nicht so gut sein könnte wie für mich. Einfach, weil ich mich da so auch viel drin wiedergefunden habe. Und wenn man einfach das Buch nicht zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen eigenen Erfahrungen liest, dann kann das Buch nicht so gut sein für euch wie für mich. Das würde ich einfach mal so unterschreiben. Es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Buch, aber es ist für mich ein absolutes Lebenslese-Highlight, würde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt Februar 2023 sagen. So, das nächste Buch, The Edge Chronicles, der allerletzte Band, The Descenders. Das ist Band 13 insgesamt. The Edge Chronicles, Klippenland-Chroniken auf Deutsch, eine Reihe, die mich auch schon seit langem begleitet, mittlerweile ja dann nicht mehr fortgesetzt wurde. Also es gibt diese 10, 11 Hauptbände, wo dann auch die Geschichte abgeschlossen war und dann haben sie ein paar Jahre später dann eben nochmal 3 neue Bände rausgebracht. Und das ist der allerletzte Band, den ich eben 2020 dann gelesen habe, wo ich mich überwunden habe und diese Reihe dann wirklich für immer beendet habe, was sehr, sehr schmerzhaft war. Aber ja, das habe ich gemacht und ja, es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Aber, jetzt kommt das Aber, an sich ist dieses Buch nur in diese Liste gewandert damals und ich glaube, das habe ich damals auch schon so erwähnt. Es ist nur hier in diese Liste gewandert, weil mir diese Reihe so unfassbar viel bedeutet und weil ich diese Reihe so unfassbar liebe. Das Buch an sich ist nicht gut oder auch schlecht, es ist wirklich ein gutes Mittelmaß, aber es ist für mich einfach eine Highlight-Erfahrung gewesen, weil halt nochmal so viele Sachen aufgegriffen werden aus den 12 Bänden davor und einfach nochmal so alles irgendwie sich heimelig anfühlt und ich einfach auch, ja, es war einfach so traurig, das Buch zu lesen, weil ich weiß, okay, jetzt ist es vorbei. Und gleichzeitig war es halt auch irgendwie schön, diese Reise zu beenden. Und ich würde diese ganze Reihe, als Reihe zählt zu meinen Lebenslese-Highlights, aber die einzelnen Bücher daraus auf jeden Fall nicht. Mir geht es da wirklich nur um die Leseerfahrung. Und vielleicht muss ich mal ein Video machen mit meinen besten Leseerfahrungen, weil das unterscheidet sich, glaube ich, nochmal ganz deutlich von den besten Büchern. Ich glaube, das ist nochmal ein Riesenunterschied. Schreibt mir da gerne mal eure Meinung zu in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Deshalb würde ich dieses Buch jetzt erstmal, auch wenn es mir sehr weh tut, zu Honorable Mention packen. Einfach weil diese Reihe an sich einfach mein Lebenshighlight ist, aber nicht dieses Buch. Ernest Cline, Ready Player One, absolutes Jahr, immer noch Jahreshighlight. War einfach toll. Hatte ich eine super Zeit mit. Ja, muss ich, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Ich denke da immer noch mal wieder dran. Aber auf jeden Fall immer noch ein Jahreshighlight. Denn Violetta Smoke. Ja, das ist schwierig. Ich glaube, dieses Buch ist gar nicht so gut, wie ich immer dachte, dass es ist. Für mich ist das ein wirklich ganz tolles, wichtiges Buch. Aber ich glaube, für ganz viele andere Leute ist das Buch einfach schlecht. Und ich glaube, das ist wieder so ein Buch,
wo es für mich nur so gut war, weil es für mich eines der ersten seiner Art war. Und deshalb müsste ich es eigentlich wahrscheinlich zu gelesen und geliebt packen, weil auch mein Eindruck von dem Buch so in letzter Zeit schon ein bisschen geschmälert wurde, aber es ist schon... Ich pack's da jetzt mal rein. Ups, jetzt bin ich hier runtergerutscht. Ich pack's da jetzt mal rein und dann ist gut. Goldene Flammen, der erste Band der Grisha-Trilogie. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ich fand die Welt richtig toll. Aber so, ich habe halt einfach seitdem so viele Bücher in diesem Grisha-Universum gelesen. Also es ist ja auch so ein Young Adult, New Adult Fantasy Reihe. Und ich habe da so viele Bücher mittlerweile drin gelesen, die ich alle nicht gut fand, dass ich mir so denke, so, der erste Band war auch nicht wirklich gut. Ich könnte ihn jetzt, also für was sollte das, ist es doch ein bisschen zu hart, weil ich doch wirklich eine tolle Zeit damit hatte. Ich pack ihn jetzt auch mal zu Honorable Mention. Einfach weil das schon okay ist. So. Ja. Wunder von Raquel J. Palacio. Das würde ich sagen, ist auch gelesen und geliebt. Ich denke gar nicht mehr an dieses Buch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht um, oh Gott, wie heißt er denn? Oggi oder so. Und Oggi ist, hat ein entstelltes Gesicht, sehr entstelltes Gesicht und ist deshalb nie zur Schule gegangen und geht deshalb, ich glaube, der ist auch 11 oder 12 und geht dann jetzt erst zur Schule. Ja, erfährt da halt eben ganz viele schwierige Sachen. Ist ein wunderschönes Buch. Ein wunderschönes Buch, das, wo ich jetzt drüber nachdenke, auf jeden Fall diesen Platz damals in den Jahreshighlights verdient hatte. Und deshalb, ich könnte es da reinmachen. Ich kann es aber auch hier machen. Es ist so dazwischen, würde ich sagen. Es ist für den Zeitpunkt damals auf jeden Fall noch ein Jahreshighlight gewesen. Komm, wir packen es mal da hoch. Es ist für den Zeitpunkt damals immer noch ein Jahreshighlight gewesen. Zum jetzigen Zeitpunkt, ich habe kaum noch dran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also an Alan Cole denke ich sehr häufig. Wir können ja nochmal kurz durchgehen. An Alan Cole denke ich sehr häufig. An die Mitte der Welt denke ich sehr häufig. An das Feuerzeichen. Ja, so Mittel. Aristoteles und Dante denke ich noch sehr häufig dran. Weltenwanderer-Reihe an sich denke ich noch oft dran. Ready Player One denke ich jetzt nicht mehr so super oft dran. Schon noch, aber auf jeden Fall weniger als jetzt bei den anderen. Bei Wunder genau dasselbe wie bei Ready Player One. War einfach ein super tolles Buch, aber... Nee, ich cruise mal darunter. Smoke, einfach schwierig. Tribute von Panem, klar, das begegnet einem immer noch mal. Edge Chronicles denke ich gefühlt jeden Tag dran, aber ja... Ne? Ja, hab ich ja vorhin erklärt. Goldene Flammen an das Grisha-Verse denke ich auch sehr oft, aber ja, so ist das bei dem Buch. Und das ist sie. Das ist die Liste. Sieht gut aus, würde ich sagen. Kein Buch, was da runtergefallen ist. Sehr spannend, das so ein bisschen mal zu beobachten. Wirklich sehr, sehr spannend. Ja, da seht ihr mich wieder komplett und das war doch wirklich spannend. Sehr, sehr aufwühlend, sehr, sehr interessant und wirklich... Hat mir echt Spaß gemacht. Also das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen, weil ich finde, das ist super spannend, so ein bisschen zurückzugucken auf vergangene Leseerfahrungen. Ich habe das auch schon mal überlegt und ich glaube, das werde ich dann auch machen, mir vergangene Lesemonate von mir dann wirklich mal richtig als Video auch anzugucken und dann da nochmal über die Bücher zu reden, die ich damals gelesen habe. Ich glaube, meine ersten Lesemonate, die es regelmäßig gibt, sind 2019. Ich glaube, 5 Jahre Abstand sind relativ gut. Das heißt, nächstes Jahr fangen wir vielleicht mal mit dieser Videoreihe an, dass ich mir jeden Monat einen meiner 5 Jahre alten Lesemonate angucke. Und wir da so ein bisschen drüber reden, weil ganz viel sich ja einfach verändert. Sehr, sehr spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Ja, schreibt mir gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Wie sieht es bei euch aus mit so euren Leseerfahrungen? Ändert sich da bei euch was? Guckt ihr nochmal gerne mal zurück. Sagt gerne mal Bescheid, würde mich sehr interessieren. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Freitag in einem neuen Video hier auf meinem Kanal Vidya. Und ich sag bis dahin.